Auch nicht schlecht. Ich habe hier gerade neben mir einen Streifenwagen auf dem hinter ein paar Büschen gehabt. Er laserte mit einem Handgerät, das er sich direkt vor die Augen gehalten hat. Also hier sollte man sich wirklich ans Tempo halten. Wäre echt keine Ärger am letzten Tag. Ja, das soll irgendein neues Wachs sein. Ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt einfach mal hier was drauf. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Also es hat auf jeden Fall mich schon mal bisher eine halbe Stunde gekostet, die Handtasche zu machen. Also erstmal die Türholme und das Ganze drumherum. Also das ist schon gar nicht mal allzu wenig. Aber naja, ich finde es einfach besser so, weil es einfach... Ich habe ja den Wagen doch schon ein wenig missbraucht, muss ich ja mal so sagen. Dann kommen wir mal zum letzten Schritt. Erstmal das Wachs hier runterspülen. Das dauert ja ewig. Ja, also fühle ich mich doch bedeutend wohler. Ist der Wagen wieder sauber innen und außen. Also ja, damit kann ich leben. Ist alles entstaubt. Ist zwar jetzt nicht porentief rein, aber ich glaube schon, dass man das so auch abgeben kann. Also auf die Seiten hier. Also das war ja wirklich alles versifft. Ja, ich poliere das nochmal nach, wenn das trocken ist, so ein bisschen die Glanzteile. Aber dann habe ich zumindest wieder ein gutes Gewissen und kann jetzt tatsächlich endlich mal was essen. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Mach raus, hier schnell. Ja, ich habe wahnsinnigen Hunger. Ich habe jetzt gesehen, und das war ich auch gleich falsch. Das gibt es ja überhaupt nicht. Machen wir nochmal einen Plan. Ich habe gesehen, Pizza hat es hier. Ich habe Lust auf eine Barbecue Chicken. Boah, freue ich mich. Sie haben eine Apotheke dort, aber sie verkaufen oder sie besitzen keine Kanüle. Da muss ich in irgendeine Medical Clinic irgendwas gehen, um eine Kanüle zu bekommen. Das kann ja nicht sein. Ich meine, gut, vielleicht hängen die hier etwas vermehrt an der Nadel, sodass sowas prinzipiell nicht verkauft wird. In Deutschland für 50 Cent in der Apotheke gibt es da immer eine sterile. Ursprünglich habe ich auch eine, aber meine Kulturtasche war leider kaputt nach dem letzten Urlaub. Meine Frau hat sie dann entsorgt und da war natürlich eine saubere in meiner Seitentasche. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Kaktusspitzen im Zeh habe und zwar bündig, deswegen bringt eine Pinzette auch nichts. Und ja, dann kann ich sie erst zu Hause rausdoktern. Naja, jetzt habe ich noch 5 Minuten, dann ist die Barbecue Chicken fertig. Ja, er konnte mir irgendeinen Military Discount geben, 10%. Das ist mir auch Wurst. 6,60 Dollar für die Kleine. Perfekt. Gucke ich mir mal kurz an, wie klein die Kleine sättigt. Oder wie groß die Kleine sättigt. Und das kann ich ja jederzeit ergänzen. Ich habe gesehen, Panda Express ist hier. Wendy's ist, glaube ich, direkt hier im Block weiter. Also die Option, sich auch ja, einfach auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu sättigen, die sind hier auf jeden Fall massig vorhanden. Ja, bin da gerade so ein bisschen sprachlos. Die ist ja nun mit 4 Stücken sehr überschaubar. Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was nachkommen heute. Weil ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen arg. Also im Moab war die kleine Barbecue Chicken definitiv größer. Gut, hilft alles nichts. Schmecken wird sie trotzdem. Alleine schon die Slices sind schon wirklich in 2 Hubs eigentlich weg. Geschmacklich aber gut. Wow. Ja, 19:15 Uhr. Jetzt gibt es mal für mich auch noch mal was Leckeres. Der Herr im blauen Shirt hat eine Waffe, deutlich zu sehen, aber schafft es nicht, einen Tropfen aus dem Getränkespender zu kriegen.
Verrückt. Das sehe ich hier wirklich sehr häufig, dass so viele Leute ihre Waffen offen tragen. Auf der einen Seite hörst du in der Chapelle und woanders wundert, wie schlimm die Amokläufe laufen sind. Und ansonsten rennt hier jeder mit seiner Bombe rum, aber irgendwo kann es nicht sein. Schon ein bisschen, vor allem manche Leute sehen auch ein bisschen psychohaft aus und tragen sowas und stelle mir schon die Frage, ob das so gesund ist. Ich finde es furchtbar. Das ist auch eine Kleinigkeit von einer Sache, die mir halt wirklich mal nicht gefällt. In dem Urlaub. So viele Waffenträger oder wie heute auf dem Trail. Munition in allen Größen, selbst so eine Elefantentöter, weil sie damit verballert haben. Muss nicht unbedingt sein.